Selbstgebackenes Brot riecht einfach herrlich. Warum solltest du eigentlich Brot selber backen? Im Grunde sage ich immer, am besten gar nicht, wenn man einen guten Bäcker hat. Und das ist schon der Haken. Gute Bäcker gibt es nur noch ganz selten. Ich zeige dir die Grundlagen des Brotbackens mit einfachen Rezepten, aber großartigen Ergebnissen. Eine Dreiviertelstunde ist vorbei. Die Brote kommen jetzt raus. Und es ist schon ein ziemlich großer Unterschied zu sehen zwischen diesen beiden. Das war der Laib, den wir relativ schonend geformt haben. Und diesen Laib haben wir relativ straff geformt. Und der ist richtig schön nach oben gewandert. Die Handkante auf den Tisch, der Daumen auf den Tisch und alle anderen Finger krallen sich darunter. Und im Idealfall, so wie jetzt, haben wir die sogenannte knappe Gare. Da springt uns die Delle wieder zügig entgegen. Wir lernen ganz viele verschiedene Handwerkstechniken kennen. Wir lernen Techniken kennen, wie man Geschmack ins Brot bekommt. Also alle Gebäcke, die eine leichte Süße brauchen, die profitieren von inaktiven Malzextrakten oder Malzmehlen. Und mein Schwerpunkt ist einfach zu verstehen, was man da tut. Ich möchte nicht einfach nur gutes Brot backen, ich möchte auch verstehen, warum das ein gutes Brot wird. Das führt mich mittlerweile sogar auch ins Ausland, also in Japan oder in Norwegen oder in Albanien. Das hier ist was Lebendiges, da ist Leben drin. Das hier ist für meine Begriffe ein totes Brot. Die Teigtemperatur ist der Gesundheitszustand des Teiges. Wenn der Teig Fieber hat, dann hat er über 30 Grad. Als ich angefangen habe, habe ich auch einfach nur eine Schale Wasser in den Ofen gestellt. Bringt überhaupt nichts. Ein Brot oder ein Brötchen braucht innerhalb der ersten paar Sekunden richtig kräftig Dampf. Heutzutage weiß man eigentlich kaum noch, was im Brot drin ist, weil gar nicht alles deklariert werden muss. Und wenn man da skeptisch ist, und das kann man schon zu Recht sein, dann lohnt sich das Brotbacken. Erstens, weil man weiß, was drin ist. Und zweitens, wenn man die richtige Rezeptur hat, tut es einem auch noch viel besser als das, was meistens aus der Industrie kommt, aus der Fabrik. Das ist das einfachste Weizenbrot, was man backen kann. 4 Zutaten, Mehl, Wasser, Salz, Hefe. 24-Stunden-Takt, passt also super in den Alltag. Und man hat immer ein frisches, knuspriges Brot zu Hause. Mein Name ist Lutz Geißler vom Plötzblog. Viel Spaß mit meinem Brotbackkurs auf siebenhauben.com.